Fünf Dinge, die Sie beim April-Scherztag, Gipfel zwischen der EU und China, nicht hören werden. Es mag der Gipfel zum April-Scherz sein, aber es gibt einige Dinge, die der chinesische Präsident Xi Jinping und die Staats- und Regierungschefs der EU einfach nie zueinander sagen können. Sogar als Scherz. Der Einsatz könnte kaum höher sein, wenn es darum geht, die neuen Konturen der globalen Ordnung zu skizzieren. Die große Frage ist, wie eng sich die Chinesen bei seinem blutigen Angriff auf die Ukraine an den russischen Präsidenten Wladimir Putin halten werden. In Wahrheit lautet die Antwort entweder eng oder sehr eng. Xi hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin seinen besten Freund genannt, und EU-Führer sagen, sie hätten sehr verlässliche Beweise, dass Peking erwogen habe, Putins Truppen in der Ukraine militärische Unterstützung zu schicken. China macht auch die NATO für die Krise verantwortlich und unterstützt den Wunsch des Kreml, die künftige Sicherheitsarchitektur Europas neu zu schreiben, sehr gegen den Willen der EU und der NATO. Alle Augen sind nun darauf gerichtet, ob Peking irgendetwas tun wird, um Russland bei der Umgehung westlicher Sanktionen zu helfen, und darauf, was seine beiden Co-Gastgeber Ursula von der Leyen und Charles Michel, die Präsidenten der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates, als Reaktion darauf tun werden. Hier ist, was Sie nicht erwarten können, das mit unserem Freund Wladimir tut uns leid. Wir wollen nicht mehr in seiner Bande sein. China errötet nicht wegen seiner felsenfesten Beziehung zu Putin. Peking hat deutlich gemacht, dass es zwar nicht will, dass der Krieg weitergeht, aber die Leute, die ihn begonnen haben, nicht im Stich lassen wird. Weit davon entfernt. Bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov am Mittwoch sagte sein chinesischer Amtskollege Wang Yi, die beiden Länder haben den neuen Test der sich entwickelnden internationalen Landschaft bestanden, sind auf dem richtigen Kurs geblieben und haben eine widerstandsfähige Entwicklungsdynamik gezeigt. Ein EU-Beamter, der vor dem Gipfel sprach, bestätigte Pekings Wunsch, einen Balanceakt zu spielen. Ich glaube nicht, dass sich das grundlegend ändern wird. Es ist in the EU's Interessen, um sicherzustellen, dass die Gleichgewichtsposition nicht zu einer Überunterstützung über die Erklärung hinaus wird, fügte er hinzu. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und tauen wir den Investitionsvertrag auf. Brüssel legte im vergangenen Mai eine harte Pause bei einem EU-China-Investitionsabkommen ein und stopfte das Ergebnis von 7 Jahren Verhandlungen in den Gefrierschrank, inmitten von Sanktionen im Zusammenhang mit Chinas brutalem Vorgehen gegen seine muslimische Minderheit in Xinjiang. Solange Mitglieder des Europäischen Parlaments unter Sanktionen stehen, bewegt sich dies keinen Millimeter. Auf dem Gipfel sind keine Fortschritte zu erwarten. Diplomaten sagten diese Woche, dass Chinas Einhaltung der Standards der Internationalen Arbeitsorganisation immer noch ein Knackpunkt sei, ganz zu schweigen von der Herausforderung, die Abgeordneten davon zu überzeugen, ein Investitionsabkommen mit einem Land zu ratifizieren, das derzeit seine Kollegen sanktioniert. Okay, wir haben ein bisschen überreagiert, indem wir versucht haben, Litauen zu vernichten. Wir sind jetzt cool mit ihnen. China ist immer noch darauf aus, Vilnius zur Unterwerfung zu prügeln, um eine warnende Geschichte darüber zu liefern, was mit kleinen Demokratien passiert, die nett zu Taiwan spielen. Peking hat ein Handelsembargo gegen Litauen verhängt, nachdem die baltische Nation und Taiwan ihre diplomatischen und handelspolitischen Beziehungen vertieft hatten. China sieht darin einen Verstoß gegen die One-China-Politik. Die EU, die allein für Handelsfragen zuständig ist, ging im Namen Litauens bei der Welthandelsorganisation gegen China vor. Von der Leyen wird als Chefin der Kommission höchstwahrscheinlich China auffordern, die Strafmaßnahmen fallen zu lassen. Erwarten Sie jedoch keine Abschwächung aus China, solange das Taiwan-Repräsentanzbüro in Litauen geöffnet bleibt. Sicher, kommen Sie jederzeit nach Wuhan, um unsere Labore zu sehen. Bringen Sie die Familie mit. Gesundheit steht definitiv auf der Speisekarte,
aber erwarten Sie keine ernsthafte Debatte über die Ursprünge von Covid-19. Peking sträubt sich weiterhin gegen die Bemühungen, dem Ausbruch des Coronavirus auf den Grund zu gehen, auch wenn die Theorie, dass es aus dem Wuhan Institute of Virology durchgesickert ist, weitgehend zurückgewiesen wurde. China reagierte letztes Jahr mit Empörung auf einen Plan der Weltgesundheitsorganisation, Labore zu auditieren, und beschuldigte die Untersuchung der Arroganz gegenüber der Wissenschaft. Westliche Staats- und Regierungschefs fordern neue internationale Gesundheitsvorschriften, die von den Ländern verlangen würden, bei einem Ausbruch transparenter zu sein. Ende Februar hatte Russland aus Souveränitätsgründen Einwände gegen einen solchen Vorschlag der USA erhoben. Vielleicht können wir einfach wieder die Sachen des anderen kaufen und diesen neuen Kalten Krieg vergessen. Die EU ist nicht in der Stimmung, es China leicht zu machen. Diplomaten, die sich auf den Gipfel vorbereiten, sagen, sie erwarten, dass die beiden EU-Führer Xi gegenüber sehr klar sagen, dass die russische Aggression zentral für die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und China ist, und dies wird kein Gipfel wie das Geschäft sein üblich. Wir werden unsere Differenzen mit China nicht beschönigen, sagte ein Beamter. Unsere Bürger würden von unseren beiden Präsidenten nicht erwarten, dass sie sich so verhalten. China könnte gehofft haben, sich auf dem Gipfel mehr auf die Zusammenarbeit zu konzentrieren, etwa beim Klimawandel. Aber diese Fragen potenzieller Gemeinsamkeiten werden jetzt alle in den Hintergrund treten. Beamte sagen, dass von der Leyen und Michel Xi sagen werden, wie sehr die Bevölkerung in China die wirtschaftlichen Früchte des Westens schätzt und eine Sehnsucht nach in Europa hergestellten Luxusprodukten hat, was eindeutig eine Warnung vor dem ist, was folgen könnte, sollte er, gegen die Vorgaben verstoßen derzeitige Gleichgewichtslage und Überunterstützung Putin.